sich austauschen, gemeinsam Lösungen finden. Das ist lernende Gemeinschaft. Bei den Treffen selbst liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Vermitteln von Inhalten, sondern auf deren Anwendung. Bei der lernenden Gemeinschaft wird das Wissen im Raum genutzt und deshalb gibt es nur einen ganz kurzen Impuls. Die Teams haben vor allem Zeit, das Wissen zu verstehen und in die Wirklichkeit ihres Ortes oder ihrer Region zu übersetzen. Und zum Schluss wird jedes Team nach jeder Session mit 1 bis 3 ganz konkreten Zielen nach Hause gehen. Bei der Umsetzung dieser Ziele werden die Teams dann durch Coaches begleitet. Es ist also ein Prozess, der seinen Fokus auf Austausch und gegenseitiger Unterstützung hat, mit dem Ziel, zur konkreten Umsetzung zu kommen. Das Besondere an der lernenden Gemeinschaft Weites Land ist dabei, dass der Herzschlag vom Zukunftsprozess spürbar wird. Jugendarbeiten und Gemeinschaften sind gemeinsam unterwegs, um Möglichkeiten zu finden, wie junge Menschen Verantwortung übernehmen können. Und wir träumen davon, dass neue Ideen entwickelt werden, um Menschen mit Gottes Liebe in Beziehung zu bringen.